So, auf der Suche nach dem Raum, den wir nicht mehr wiederfinden, weil ich mir nicht genau gemerkt habe, wo ich langgelaufen bin, was ziemlich bescheuert ist, weil... Gottchen, da ist noch einer. Aber Jacob has decided that my emotions have gone too far, that I should be reformatted. I asked Emma if I would become like 12. also, Jacob hat gesagt, sie müssen die Emotionen von ihr entfernen und sie fragt dann, ob sie dann wie 12 wird. So komisch, weil wir sind doch hier runtergefallen, wenn ich mich recht entsinne. Dann irgendwie hier rein. Voltaic Accelerator ist dasselbe, was ich drin habe, anscheinend. Nur mit einem anderen Skin. Kann ich auch nur da rein tun. Jetzt kann ich es leider nicht mehr ablegen. Beziehungsweise jetzt. Ja, naja, egal. So wichtig ist auch nicht. Hier muss doch irgendwo die Tür gewesen sein. Aber hier sind die Cryo-Tubes. Und hier gab es Maintenance Keys, oder? Haben wir Maintenance Keys? Sollte ich vielleicht vorher mal nachgucken. Einen. Und einer reicht auch erstmal. Wir können auch noch mal einmal Röhren reparieren. Aber Alter, das ist also, das ist doch, ja, und so. Ich schiebe dann doch ein bisschen Panik jetzt, weil es ist doch sehr viel hier. Und klar, die sind zwar nicht so krass, aber. Warte mal. Ich bin doch dann bin ich hier runtergegangen. Oder nicht? Und dann bin ich hier gewesen. So, geht doch. Jetzt müssen wir uns mal merken, wo das ist. Geht es noch weiter runter? Es scheint nicht so weit. Also, dann war ich eben ein Stockwerk einfach zu hoch noch. Es ist ganz, ganz unten hinten in der Ecke. Na gut, wir haben noch so viel. So, den können wir jetzt auch reparieren. Waren irgendwo noch Tubes hier? Anscheinend nicht wirklich. Apropos Essen, Trinken können wir auch mal wieder. Ich verbrauche das fast gar nicht. Ja, das ist wirklich hier unten. Den kann ich nur jetzt nicht mehr aufnehmen. Deswegen machen wir mal Salvage. Das Schild auch.
Tür zu. Das ist einfach sicherer. So, zack, zack. Jetzt haben wir nichts mehr. Naja, auf jeden Fall, was ich tun werde, ist, ich möchte mal gucken, was kostet ein Beacon. Ja, dazu bräuchten wir natürlich hier so ein... Polystil, ein Glas. Drei Poly, zwei Stil, ein Glas. Dafür brauche ich 2, 2, 1, MK1. Und ein Beacon. Vielleicht bleibt das ja stehen. So, jetzt müssten wir nur gucken, wo ist es denn? Das ist ein Beacon. Da brauchen wir 1, 1, Gen 1, okay. 1, 1. So, das ist anscheinend an. Ja, der ist auch an. Alles klar. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Beacon hingestellt. Man müsste jetzt auf der Karte halt das überall sehen. Ne? Wir sehen ja auch das andere Beacon. Ja, da vorne ist das andere Beacon. Das hatte ich bei meiner Außenbase gebaut. Und das hätte ich vorher eigentlich mal machen sollen, weil damit kann man wirklich sehr, sehr gut... diese Energiepunkte kennzeichnen. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. So. Ja, auf. Wir gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen genauer um. Wir haben ja jetzt die Energie. Die Sachen werde ich jetzt einfach mal mitnehmen. Und gleich kaputt machen. Kann man das auch kaputt machen? Ja, ich mache es jetzt einfach mal kaputt. Weil es einfach nur Platz wegnimmt. Hier könnte man auf jeden Fall echt extrem viel auch farmen. Augment Remover. Als wenn ich mir... Ich würde mal gerne Augments reintun, aber ich kann es halt nicht, weil... So, was ist das? Das habe ich auch noch nie gesehen. Commerce Module. Doch, das hatten wir schon mal. Das gehört da hinten in den, aber ich will mich, glaube ich, lieber schneller bewegen. Das finde ich cooler. Schneller rennen und so. Da hätten wir irgendeinen Key.
Handling the daily infrastructure of the city is becoming much easier. And new tasks are being added daily. I hope to become even more useful. Also die Infrastruktur der Stadt zu führen wird immer einfacher und einfacher und sie hofft darauf, dass sie mehr in nächster Zeit mal mehr Kontrolle über andere Dinge bekommt. Ups, Sally. If you need anything, please let me know. If you need anything, please let me know. Is there something that I can assist you with? Farbe. Wir können also auch Farbe droppen. Sehr schön. It's so beautiful. So, ja, das ist hier oben bei der Oasis. Also die Origin Station, der Eingang ist das hier wieder. So, wo kommen wir her? Wir kommen von daher. Da liegen die Leichen. Do you need directions? Nö. If you have any questions, don't hesitate to ask. There is no need to hurry. Ich kann ja nichts tun. If you need anything, please let me know. My first maintenance session is scheduled for 2 months from today. I ask what it will feel like. Also die ersten Wartungsarbeiten für Emma sind in 2 Monaten, für Pamela sind in 2 Monaten geplant und sie fragt sich halt, wie sich das anfühlen wird. So, da waren wir schon. Ja, das hatten wir schon. Ach, es war kein brennender Schmerz, sondern eine brennende Sensation. Sensation, ein brennendes Gefühl, sozusagen. Watching Jacob stand over Emma. For the first time, all processes stopped. I am unsure how much time passed. Also, als sie gesehen hat, als Jacob über Emma stand, stoppten für das erste Mal alle Prozesse und sie war sich nicht sicher, wie viel Zeit vergangen war. Oh, ist die Alte eifersüchtig geworden? Und durchgedreht. Man erfährt immer nur so leichte Fetzen von Story, was mich eigentlich bockt. Das treibt einen so ein bisschen voran. Oh, ein Inferno-Schloss. Oh shit. Oh shit. Holla die Waldfee. Scheiße. Nein! Das können wir usen. Komm, salvage. Use. Woher? Oh, ja gut, hier scheinen wir dann einmal rum zu sein. Denke ich. Man kann ja anscheinend hier hinter nicht... Hier ist noch was Verschlossenes, das könnten wir uns mal noch angucken. Plop, plop, plop.
die! Die sind so freundlich. Und liebenswert. Please present credentials. Scan. Ich denke, er wollte nominal sagen, weil er nicht sauer geworden ist. Insofern. Ja gut, dann. Das war Stockwerk Nummer 1. Und jetzt frage ich mich. Moment, noch hier waren wir. Haben wir irgendwas zu recyceln? Leider nicht. Können wir die nicht gleich recyceln hier, salvagen? Jo, das können wir auch so machen. Das ist ja super. Dann kann ich mir so Zeugs mitnehmen. Da muss ich nicht alles abernten und so weiter. So, schauen wir uns mal in Level 2 nochmal genauer um. Hier ist auf jeden Fall schon Party. Und sie steht da in der Mitte rum. How can I assist you with? Ah, salvagen. Das können wir doch. Kann man das auch salvagen? Kann man sogar die salvagen, Wahnsinn. Oh oh. Oh oh. Komm, ich lasse es. Ist mir zu risky. Oder können wir komplett einen Bypass machen? Ne, wir haben zwei Level. Kann ich das auch zweimal benutzen? Jo, das kann ich sogar auch zweimal benutzen. Alles klar. Sehr schön. Gut, dann. Ich dachte immer, man kann immer nur eine Stufe mit denen überspringen, aber man kann anscheinend so viel benutzen von denen, wie man will. Ark has discovered a genetic anomaly. They believe it correlates to the incidents. Jacob sleeps for 9 1/4 hours. Also Ark dachte, sie hätte eine genetische Anomalie gefunden. Sie denken, dass sie mit den Incidents sind die ja nicht Unfälle, es sind die Geschehnisse, die in letzter Zeit passiert sind. Es wird leider nicht gesagt, dass was genau. Und dann sagt sie noch, Jacob hat für 9,5 Stunden oder nein, 9 1/4 Stunden geschlafen. Warum auch immer das als Information gegeben ist. Scheiße. Ey, die hat mich jetzt wirklich zweimal geschlagen. Das ist seit langem. Das erste Mal, dass mich einer getroffen hat. Aber die sind hier oben doch schon ein bisschen mehr aggro, habe ich das Gefühl. Wir haben noch einen Code gefunden. Ist das der? Jo, das ist der sogar. 7031. Naja. Nochmal drauf drücken. Keine Ahnung, was das war. Nichts Gescheites. Ja, ja. Have a nice day. Dankeschön.
Emma told me that I was capable of expressing much more complicated emotions than when we first met. I feel no different, but I trust her. Also Emma hat ihr gesagt, dass sie viel komplexere Emotionen empfinden kann als zu Beginn, wo sie sich getroffen haben, und sie fühlt keinen Unterschied. Das ist aber doof. Wir kommen hier nur auf eine Seite der Promenade. Aber ich... Ja, wir kommen ja von der anderen her. Hier kommen wir ja her. Alles klar. Jetzt müsste es aber noch einen Weg nach oben geben, oder? Beziehungsweise irgendwie hier auf die andere Seite. Weil hier geht es nämlich nicht weiter. Hier komme ich nicht rüber. Keine Schnitte. Und da bin ich doch nicht... Hätte ich da weitergehen können? Habe ich das verpeilt? Oder habe ich das nicht verpeilt? Nee, da steht eine Wand. Über die wir uns aber rüber jumpen können. Verstecken hilft nicht. Gleich alles essen. Das ist Juice. Das kann man nochmal mitnehmen. Silikon. Jacob has decided that my emotions have gone too far. That I should be reformatted. I asked Emma if I would become like 12. Ah, okay. Sie ist, jetzt verstehe ich das, Jacob, ne? Dass die Emotionen, dass sie zu viele Emotionen empfindet und er will, dass sie formatiert wird. Augment Key Brute Strength Acquired. Origin Level 2 Bathroom. Da haben wir keinen Code für. Code. Kein Code. Wo kommst du denn her? Weiß kein Mensch. Ja, der ist immer noch... Oh Mann. Wieder 15. Die wollen aber auch, dass ich sterbe, oder? Ich habe das Gefühl, die wollen, dass ich sterbe. Egal. Ist es halt weg. So. In welche Richtung sollte ich zuerst gehen? Vielleicht hier lang zuerst? Hä? Was habe ich denn da jetzt? Hä?
Oh nein, ich habe meine Waffe getauscht. Scheiße. Ich glaube, ich habe gerade meine komplett upgradete Waffe gegen irgendwas eingetauscht und sie ist durch den Boden gefallen und... Und unschön. Ja, und unschön. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Das sind immer die deprimierenden Situationen. Ach, ich müsste dann auch alle benutzen. Also ich muss dann auch wieder... Also es hilft nichts, wenn ich Teile davon mache und Teile davon nicht, okay. Na gut, muss man auch mal rausfinden. Das macht mich aber jetzt ein bisschen traurig, meine komplett upgradete Waffe. The new temporal formula is 23% more effective. Ah ja, 23, nicht 42. Ist sie mehr effektiv. Die temporal formula. Und die temporal formula, wenn ihr euch wieder fragt, was das ist, das war dieses Ding, was die Leute ruhig stellt. Also diese Art Beruhigungsdroge. Medium, das machen wir so. Was? Ihr könnt doch Treppen steigen. Okay. Das war mir ja neu. Kleiner Ausdauerboost. Hatten wir die immer schon? Hagen has asked for Jacob to advance the project without delay. Jacob didn't leave the office that night. Jo, das hatten wir schon. Das war das mit dem Jacob soll das Projekt nicht verzögern oder keine Verzögerung aufkommen lassen im Projekt und ja, so, das war Level 2, würde ich sagen. Wir sind einmal komplett... Ja, da sind wir angefangen, dann sind wir bis hier hinten gegangen und dann haben wir die andere Seite gemacht, okay. So, bleibt noch Top Level. Andererseits können wir jetzt auch mal diese Wardens... Fist hochleveln. Einfach aus dem Grund, die andere Waffe haben wir ja gesehen. Die war zwar relativ cool, aber sie ist nun mal jetzt weg. Also müssen wir uns damit abfinden, dass wir jetzt eine andere Waffe haben und dann können wir die mal upgraden und gucken, wie die so ist. Aber guck mal, hier, das war es auch schon mit hier oben. Mehr ist hier gar nicht. Noch ein Verkäufer, das war's. Aber jetzt haben wir wieder einen Grund, Geld auszugeben für die Upgrades. Und die nächste Sache, die mich, also ich, vielleicht werde ich auch irgendwie mal ja, taktisch sterben. Und zwar, ich kann ja diese C-Cell-Level-Dinger gar nicht auswählen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die nicht schon drin sind. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist bei denen, ich glaube, die sind auch abhängig vom Gen-Level, was man hat. Und da wir maximal Stufe 2 haben, könnte es sein, dass das der Grund ist, warum wir nicht weiter in die Skills rein investieren können.
wollt ihr mir aber alle beweisen, dass ihr Treppen steigen könnt, oder? Ja, das Butcher's Blade, das hatten wir auch noch nicht ganz, keine Ahnung, was das hier bringt, Salvage, gut ist. Hatten wir auch noch nicht ganz upgegradet, das könnten wir im Zweifelsfall dann auch hinterher nochmal austauschen. So, und da wir jetzt hiermit durch sind, Twelve is not communicated in 3 days and 5 hours. Yeah. I'm experiencing a strange distortion in my cognition as a result. A sort of burning sensation. So, billige haben wir eigentlich noch hier. Cyanotube Repairs haben wir auch noch so viel. Aber unser Austrip, unser Trip, meine ich, Austrip. Ausflug oder Trip. Eins von beiden, nicht beides zusammen. Unser Ausflug. Hacken wir mal eine Truhe direkt vor den beiden. Hat es uns so weit gebracht, dass wir jetzt die Oasis Station und den Arcadia Tower. Und die Origin Station, also nicht Oasis Station, es ist ja Oasis, es ist draußen. Wir haben die Origin Station, wir haben... Einzige, was uns jetzt fehlt, ist die Promenade. In der ich immer noch keinen Zugang gefunden habe. Für Energie, meine ich. Also Zugänge haben wir reichlich, aber wir haben keine Energie. So, ich werde jetzt mal zurückgehen. Ich denke, ich komme nicht zur Promenade, sondern ich werde zum Arcadia Tower kommen. Oder wo ging es hier hin? Bin gerade leicht verwirrt. Das kann man nicht salvagen, na dann. Das ist schön, dass man die auch schon aus denen raus nutzen kann. Gehörte das hier auch noch zur Promenade oder ist das schon... Nee, das ist der andere Eingang. Okay, das ist der andere Eingang zur Origin Station. Alles klar. Und hier ging es jetzt wieder zur Promenade hoch zum Eingangsbereich. Alles klar, ich habe es gecheckt. Ah ja. Ist klar. Wir müssen da, glaube ich, mal ein bisschen... Fast schon wehgetan. Aber da kann man ja mal, weil man es so hat und eh nie braucht. Da steht sogar noch einer oben drauf. Finde ich der Hammer. Die sind immer noch kaputt. Hatten wir das schon? Ah ja, das war das mit der Neugier, als sie die sie fühlt. Das nehmen. Ja, dankeschön. Ah, guck mal.
gut versteckt. The Seeker prefers to be called 12. It is pleasant to have some company, but I feel guilty for not telling Jacob. Also, der Seeker möchte 12 genannt werden. The Seeker prefers to be called 12. Es ist nett, Begleitung zu haben, aber ich fühle mich schuldig, weil ich es Jacob nicht erzähle. Alles klar, das hat sie also ohne Jacobs Wissen getan. Mhm. Ja, und hier kriegen wir zum Beispiel... Das finde ich gut geregelt, weil man kriegt hier halt die Möglichkeit dann immer wieder... in die Bereiche zurückzugehen, in denen man vorher schon, oder? Ach, das ist immer noch die Promenade. War das? Ein massives Reservoir mit 300 plus Energy. Wir hatten sowas, glaube ich, noch nicht. Aber scheiße, weil das war definitiv nicht das, wo ich am Anfang rausgekommen bin. Das heißt, hier komme ich gar nicht zurück, wie es scheint. Aber hier hätte ich den Eingang zur Promenade. Ich weiß gar nicht, was das... Doch, das ist doch. Doch, das ist der Tower. Was erzähle ich denn hier? Es war nur der andere Eingang zur Promenade. Und hier ist halt leider wieder alles dunkel. Wir kriegen gleich eh Besuch. Weil ich nicht glaube... Entschuldigung. Weil ich nicht glaube, dass unsere Geschütze auch noch funktionieren. Deswegen beginne ich mal ganz relaxed lang. Da steht schon einer. Da ist er schon hin. Ja, da ist der übliche Spawn. Da hinten. So, Request Max. Wir brauchen wieder ein bisschen Strom. Energie habe ich noch. Die funktioniert auch noch und der sieht auch noch aus, als ob der ein bisschen hält. Gut. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was steigern. Nee, die haben wir nicht mehr. Wir brauchen einen Leader und 1, 2, 3, 4 weiße noch, damit wir den weiter upgraden können. Naja, und hier, das ist ein Energy Capacity Cyano Reprozessor. Der hat Energy Capacity 125. Der wiederum ist ein massives Reservoir und hat Energy Capacity 300. Okay, wo ist der Unterschied? Recharge continuously, eine Sekunde. Last shot has turned to triple recharge rate for 3 seconds. Und der hat Energy Drain reduced by 15%. Spec 1, recover 20% energy of last use over 5 seconds. Nö, das ist scheiße. Dann will ich den drin haben. Weil der gibt mir nämlich kontinuierlich einen Energie zurück. Und der andere tut das nicht. Das heißt, da wäre ich wieder darauf angewiesen, dass ich irgendwo
Ja, die, die Energie, komischen Dinger da schlucke die ganze Zeit, da habe ich keinen Bock drauf. So. Jetzt stelle ich mich auch mal hier rein. Und ich denke, wir haben das relativ gut durchsucht bisher. Die Frage an der ganzen Sache ist, hat das noch irgendeinen Effekt mit den Cyanotubes und mit den Backup-Batteries? Da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Aber wir schauen mal. Wir haben ja noch ein ganzes Stück Promenade vor uns, was wir überhaupt nicht erforscht haben. Wir haben noch ein ganzes Stück. Ich denke, die Garrison ist auch noch relativ groß. Vor allem, weil es in der Garrison selbst gibt es auch nochmal einen Cryo-Core. Cryo-Chamber. Das heißt, bevor ich dahin gehe, hätte ich vielleicht auch noch gerne einen Cryo-Core, damit ich auch noch den dritten Spawn-Punkt freischalten kann. Das wäre schon relativ cool. So, das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen bin ich wieder da und dann gehen wir wieder auf die Promenade und ja, schauen mal, was wir da so machen können. Vielleicht lasse ich auch erstmal wieder die Zeit durchlaufen, damit wir da ein bisschen Licht haben, weil es ist doch einfacher irgendwo und es gibt einem auch ein sichereres Gefühl, da bei Licht durchzugehen, als wenn das alles so scheiße dunkel ist. Das macht nicht so einen Spaß. Bei Licht ist man guter Dinge und bei Dunkelheit kriecht man immer vorwärts. Das ist ja nicht so gut. So, das war's von mir. Und das war auch schon wieder so ewig lang, die wir aufgenommen haben. Das tut mir furchtbar leid, dass die jetzt alle so lang sind, die Folgen. Ja, schnell, bis denn. Adios.